Willkommen zu TikTok Hot Lab. Die Formel 1 ist diese Woche in China und ich werde euch jeden einzelnen Winkel dieser Strecke zeigen. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen oben da und deswegen freue ich mich extrem, denn 5 Jahre gab es jetzt keinen China Grand Prix. 1987, aber schon das Debüt. Die schnellste Rennrunde hält immer noch ein Michael Schumacher hier. 1:37.2, 16 Kurven haben wir, 7 links und 9 rechts. Lewis Hamilton hat mit 6 Siegen die meisten hier und wir haben 5451 Meter eine Runde lang. 2004 das Debüt und damals auch eine der teuersten Strecken. Also sie war damals die teuerste Strecke aller Zeiten. 5,4 Kilometer, 16 Kurven, 2 DRS-Zonen und eine extrem lange Gegengeraden von über 1,2 Kilometern machen diesen 16 Kurven-Track hier tatsächlich zu einem wahren Highspeed-Tempel. Es geht aus der letzten Kurve raus, eine sehr, sehr schwierige Kurve. Der Asphalt wird auch für mega Diskussionen sorgen, denn wir haben hier einen sehr aggressiven, rauen Asphalt und ja, nur eine Trainingssession. Es geht in die erste Kurve. Die dreht sich so ein bisschen ein. Ich nenne sie gern Schneckenkurve. Und ja, die Strecke auch, by the way, hat die Form von Shang. Das bedeutet hoch oder auch, hoch oder frei, genau. So ist die Symbolik der Strecke. Zur ersten Kurve, was soll ich euch sagen? Ein Herzstück der Strecke. Und jetzt gehen wir noch einmal hier rein. Turn 1, du kannst fast full reinfahren, muss dann aber wirklich immer stagnieren, das Gas runternehmen, rausnehmen, auch runterschalten bis Turn 2, ab einem gewissen Moment dann den Turnaround schaffen in die andere Richtung und beim Rausbeschleunigen extrem viel Schwung und vor allem auch schnell aufs Gas drücken, dass man hier Turn 5, der schnelle Knick, das ist eh okay. 6 ist dann wirklich eine Haarnadelkurve und da wird es auch ein paar Überholungen übergeben, da bin ich mir fast sicher. Auch hier aus dieser Halo-Perspektive extrem cool. Bin ein Riesenfan. Hier habe ich aber leider ein bisschen den Scheitelpunkt verpasst, was in dieser Kurve nicht so schlimm ist. Turn 7 und 8, sehr, sehr cool. Voll Speed links, dann gehst du hier mitten in der Kurve vom Gas runter, dass du dann auch hier die 8. Kurve gut erreichen kannst. Hier full Speed, einfach nur spaßig ohnehin. Dann kommt so für mich diese Sektion. Während wir hier noch einmal, guckt euch das mal an, es macht so viel Spaß, wenn ich das Throttle angucke, wir sind full durch, dann auf den sechsten Gang runter, leicht den Körper berührt, dann auf 3 und diese Kurvenkombi hasse ich wie die Pest, denn die ist so extrem schwierig, man darf nicht zu früh aufs Gas gehen, nicht zu schnell aufs Gas gehen, aber wenn du halt wirklich dir Zeit lässt, dann verlierst du halt extrem viel Zeit hier und beim Rausbeschleunigen auch rechts darfst du nicht zu stark über diesen Körper drüber, denn der leitet extrem weiter. Schneckenkurve Nummer 2, die Anthony-Kurve, ich mag die extrem gern, tatsächlich, sie ist sehr, sehr cool, generell auch hier beim Rausbeschleunigen, du kannst so viel Schwung mitnehmen auf die Konkurrenz, dann hier links ganz leicht streicheln, rechts quasi kaum den Körper berühren und raus tragen lassen, dann hier einmal kurz nach innen und dann komplett nach außen tragen lassen und hier wirklich, da kannst wirklich so viel Zeit gut machen, Turn 11, 12 und hier leicht raustragen lassen, ich fahre dann gerne ein bisschen enger noch nach innen, um dann noch mehr Schwung mitzunehmen und das ist dann tatsächlich ja quasi schon die halbe Hexerei gewesen, denn es geht nach dieser ewig langen DRS-Geraden, wo es vermutlich auch die meisten Überholmanöver an dieser Haarnadelkurve geben wird, auch eine sehr, sehr coole Kurve, Turn 14, 15, dieser Punkt ist natürlich einer der wichtigsten, denn wenn du dich hier verbremst, kannst du quasi deine gesamte Runde wegschmeißen, vergessen und generell nochmal von neu anfangen, denn es ist wirklich ein sehr, sehr harter Bremspunkt. Turn 16, ganz schwierig tatsächlich. Sie sieht unscheinbar aus, aber das ist sie eben nicht. Hier ganz leichter Rutscher drin gewesen. Das ging die ganze Zeit hier in Shanghai so. Meine schnellste Runde war eine 1:31.0 und ein paar zerquetschte 98 oder so. Also ganz, ganz ordentlich, würde ich mal sagen. Und wie versprochen, gibt es natürlich jetzt auch die Predictions. Das Rennen an sich wird sehr interessant werden. Wetter, soweit ich das mitbekommen habe, wird es keine Veränderungen geben. Und ich denke mal auch, dass sich die Ferrari und die Red Bull ein bisschen streiten werden. Um die Pole Position im Rennen wird dann meiner Meinung nach Ferrari die Nase vorne haben. Wobei, die Nase vorne ist halt eher semi. Denn es ist eine Strecke,
Ja, wo du dir nicht sicher sein kannst, wer genau die Nase vorne hat. Man war ewig schon nicht hier und wir gehen jetzt in meine Predictions rein. Ich sehe auf den dritten Platz einen gewissen Charles Leclerc tatsächlich. Ich sehe dritter Platz, das Maximum wird für den Monegassen drin sein. Zweiter Platz, das ist jetzt die interessante Frage, denn obwohl ich quasi Red Bull so ein bisschen, muss man eigentlich davon nie außen vor lassen, würde ich dennoch sagen, ich sehe auf zweiten Platz Max Verstappen und mein heißer Kandidat für den Win ist tatsächlich Carlos Sainz. Ich würde sagen, die machen sich das unter sich aus, Carlos Sainz und Max Verstappen. Da wird es auch bei der Pole Position knapp werden. Natürlich ist es jetzt schwierig zu sagen, das ist so meine Intuition, heißt natürlich absolut nicht, dass das stimmen muss. Aber ich sehe tatsächlich das so. Also auf dem dritten Platz den Monegassen Charles Leclerc, der wird auch eher abgeschlagener sein. Ich rechne mit so 7 bis 8 Sekunden. Aber eventuell auch Perez, kann man jetzt nicht genau sagen. Ich denke, dass es auch eng zwischen diesen beiden Teams sein wird. Auf Platz 2 eindeutig sehe ich da Verstappen und ich glaube tatsächlich, dass Sainz seinen Schwung, seinen Aufschwung, seine hundertprozentige Podiumspräsenz kann er da mitnehmen und der holt sich da diesen Win, den zweiten Win in dieser Karriere für ihn. Also, was sagt ihr? Wie werden die Top 3 aussehen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Was sind eure Zeiten so? Schaut gerne Fighter-Gaming auf Instagram vorbei und abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel. Auf TikTok kommt auch viel online. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.